Mein Name ist Tabea Albers und ich komme von der Oberschule Salzbergen und ich habe so ein paar Fragen an Sie, was wir hier denn gerade so überhaupt machen. Ja, was wir hier machen, wir tun was für die biologische Vielfalt. Okay, und ich habe gehört, Sie pflanzen hier Wildblumen ein oder allgemeinen Blumen. Ja, das ist richtig. Und das ist schon gut, dass du Wildblumen gesagt hast. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir wollen ja die heimischen Pflanzen fördern, also auch die heimischen Wildblumen. Und deswegen sehen wir hier Wildblumen aus, die eigentlich normalerweise auch hier wachsen würden, ja, wenn wir Menschen sie nicht schon viel beseitigt hätten. Sagen wir es einfach mal so. Und warum ist diese Fläche denn so nah an der Ems? Hat das einen bestimmten Grund oder ist das jetzt einfach, weil die Fläche frei war? Na, es hat auch schon einen Grund. Also gerade Flüsse, in diesem Fall die Ems, sind einfach Verbundkorridore für Pflanzen und Tiere. Das heißt, die haben ja eine lineare Struktur. Sie verbinden viele Lebensräume, und zwar sowohl Wasserlebensräume von Wasserpflanzen und Tieren, die im Wasser oder am Wasser leben, als auch dann die Biotope, die in der Aue liegen, das heißt die Flächen, die ja neben dem Fluss sind. Ein Fluss ist nicht einfach nur der Wasserkörper, sondern dazu gehören auch immer Auwiesen und Auwälder rechts und links daneben. Das lernt man spätestens dann, wenn es Hochwasser gibt, dass die eben zum Flusssystem dazugehören. Und wir versuchen einfach, das Fließgewässer-Ökosystem der Ems wieder mit mehr Leben zu füllen. Und deswegen auch verschiedene Maßnahmen, die wir in diesem Jahr vorhaben, sowohl indem wir einen Seitenarm als Laichgewässer für Fische ausbaggern, direkt an der Ems mit wirklich Verbindung zum Wasser, aber auch wie hier eine Wildblumenwiese neben der Ems schaffen, wo eben dann auch Schmetterlinge, Insekten, Vögel, viele Kleintiere Nahrung und zu Hause Lebensraum finden. Und insgesamt hoffen wir dann einfach, dass die Emsaue wieder mehr Strukturvielfalt bekommt. Und das heißt einfach Leben, das heißt biologische Vielfalt, mehr heimische Tiere und Pflanzen. Wir säen Pflanzen ein für die Insekten und für die Tiere. Deswegen haben nicht mehr so viel Nahrung. Also Wildpflanzen und so. Ja. Und macht dir das Spaß? Ja. Cool. Moment noch. Was hat das denn genau damit zu tun, warum hier jetzt eine Wildblumenwiese gepflanzt wird und warum hier kleine Kinder die einpflanzen und jetzt nicht zum Beispiel eine Sämaschine oder so? Ja, klar kann man das mit einer Sämaschine machen, aber man kann das natürlich auch in einer großen, tollen, klasse Umweltbildungsaktion machen, wie wir das heute hier gemacht haben. Die Schulen, die hier ja auch in der Umgebung sind, das heißt die Kinder, die hier zu Hause sind, einladen und eben selbst die Wildblumen aussäen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also diese Kinder, die nehmen das mit, die werden dieses Erlebnis bestimmt nicht so schnell vergessen. Sie sind hier draußen in der Natur gewesen, sie haben die Blumensamen in der Hand gehabt. Das ist ein ganz anderes Naturerleben, Naturwahrnehmen. Ich denke, sie werden ja auch später wieder hierhin zurückkommen und auch gucken, was ist aus meinen Samen geworden, und diese Blumen anschauen. Und ich stelle mir das auch so vor und ich glaube da auch einfach dran, die nehmen das mit nach Hause. Sie werden ihren Eltern davon erzählen. Und vielleicht kommt ja auch der ein oder andere und sagt, Mensch, Papa, Mama, können wir nicht auch Wildblumen bei uns im Garten haben? Und dann hat das natürlich einen großen Multiplikatoreneffekt, dass nicht nur wir hier von der Naturschutzstiftung und im Projekt Naturschutz betreiben, sondern dass auch nach Hause getragen wird und dort immer weiter mehr Naturschutz gemacht wird. So ein bisschen machen wir das heute einfach auch mal aus Spaß. Ihr werdet ja jetzt alle meine Kräuterhexenlehrlinge. Und wir werden das heute nicht mit Bärenfarbe machen. Wir haben das Jahr 2018. Aber ich habe ein bisschen Karnevalsschminke und Farbe und Spray mitgebracht. Wir haben uns ja auch ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Wir sind ja hier auch als Kräuterhexen dabei gegangen. Sie wurden alle meine Kräuterhexenlehrlinge. Sie wurden geschminkt und geschmückt. Das hat man früher gemacht, wenn man Pflanzen gesammelt hat als Heilpflanzen. Es ist ja so, klar, für die Insekten ist das hier Nahrung, aber auch für uns Menschen ist das viele Jahrhunderte Medizin gewesen. All diese Wildblumenkräuter haben unsere Ur-Ur-Omas und Uropas genommen, um sie zu essen und um sich gesund zu machen. Sie haben daraus Kräutertees gebraut, Tränke gebraut, sie haben Salben daraus gemacht, Tinkturen.
alles bevor wir Antibiotika so leicht nehmen konnten, ins Krankenhaus gehen konnten, geimpft wurden. Also das ist auch ein kleines Schatzkästchen an Heilwissen, was dort dann wächst. Und auch das kann man den Kindern mal wieder mitgeben. Und ich glaube, es hat ihnen dann einfach auch viel Spaß gemacht, mal einmal wieder ein bisschen bunt zu werden, wild zu werden, Kräuterhexereien zu machen. Klar, nach der harten Arbeit sozusagen sollten sie auch belohnt werden, haben wir hier Kräutertees gebraut, verschiedenste, über Schafgarbentee, über Spitzwegerichttee, wir hatten Gänseblümchentee, Brennnesseltee. Und ich fand es klasse, dass die Kinder das probiert haben, weil wo kriegen sie sowas schon noch mal zu trinken? Und sie waren einfach mutig, sie haben es probiert und es macht dann Spaß. Und es ist erstaunlich, wenn man hinterher mal fragt, hat euch denn was geschmeckt? Und dann sagen sie eben, ja, der Gänseblümchentee war toll oder ja, Schafgarbe mochte ich am liebsten. Das freut mich dann immer sehr, weil ich glaube, auch das ist alles, dieses Wissen, was früher normal war und selbstverständlich, ist heute in Vergessenheit geraten. Es wird kaum noch genutzt und da auch wieder so ein bisschen dran zu erinnern und wirklich diese Wertschätzung, dass diese Pflanzen kein Unkraut sind, was vernichtet werden muss, sondern was Menschen ernährt hat, was sie gesund gemacht hat, was Leben bedeutet für Tiere. All das konnten wir heute, glaube ich, gut den Kindern vermitteln. Und weil ich denke, das ist wichtig, zusammen aktiv selbst in der Natur was zu machen. Denn nur dann, denke ich, wird man in Zukunft auch Natur schützen, selbst was dafür tun. Ja. Ja, cool. Danke, dass Sie Zeit hatten für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihnen hoffentlich auch. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Ja, ich hoffe. Vielen Dank. Mein Name ist Franz Josef Grüner, ich bin Biolandwirt in Emsbüren und betreibe mit meiner Familie ökologische Landwirtschaft auf 95 Hektar Grünland mit Mutterkuhhaltung. Und was ist das Besondere an dieser Weide? Das Besondere an dieser Weide ist, dass die Renaturierung hier gut stattgefunden hat. Es sind wieder viele Arten anzutreffen. Und die Wiese ist in einem Originalzustand, wie man es früher in den 60er, 70er Jahren ganz normal vorgefunden hat, bevor die intensive Düngung auf den Weiden stattfand. Man sieht, dass es vorangeht, dass man in der Natur ein bisschen was bewegen kann. Und wir würden uns freuen, wenn das noch Nachahmer finden würde, um eben die Artenvielfalt zu vergrößern, um ein bisschen bunte Pracht ins Spiel zu bringen, dass Insekten sich ja daran laben können. Weil es muss meiner Meinung nach einiges getan werden, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Und das ist ein kleiner Schritt dazu.